Wer sitzt in deiner Geschichte hinterm Steuer? Charakter oder Plot? Was es damit auf sich hat, wie du das herausfinden kannst und was der Unterschied zwischen diesen beiden Arten des Erzählens ist, darum geht es in meinem heutigen Schreibespresso. Hallo, ich bin Katja Kotsch bei der Romanschule. In unseren wöchentlichen Schreibespressi greifen wir immer Themen rund um Schreiben auf, die entweder bei uns in der Facebook-Gruppe diskutiert werden oder auch bei uns in unseren Coachings immer wieder ein Thema sind. Und ich rede mit meinen Coaches, die ich in der Ausbildung zum Romanautoren betreue, eigentlich immer über den Unterschied Plot-Driven und Character-Driven. Was hat es damit auf sich? Plot-Driven heißt übersetzt handlungsgesteuert. Und wie der Name eigentlich schon sagt, ist da einfach die Handlung im Mittelpunkt. Das heißt, der Schwerpunkt der Geschichte, das, was sozusagen auch die Geschichte am Laufen hält, ist immer die Handlung. Ereignisse, Dinge, die deinen Figuren passieren. Und das heißt, dass letztendlich die Charaktere in solchen Geschichten oft weniger tief entwickelt sind. Also wir kennen das ja eigentlich so, dass eine Figur sich im Laufe der Geschichte auch entwickelt. Und in solchen ganz klassischen Plot-driven Geschichten ist es einfach so, dass die Charaktere tatsächlich oft so eine Art Mittel zum Zweck sind. Das heißt, es geht nicht zwangsweise um Figur A, die das tut, und das ist dann einfach eine Geschichte, die sich ganz zentral um diese Dinge, die diese Figur auch betreffen, rankt, sondern es könnte auch Figur B oder C sein, und dann würde sich die Geschichte nicht großartig ändern, weil einfach die Handlung im Vordergrund steht. Überlegen wir mal, was das für Filme oder auch Geschichten sein könnten. Ganz klassisch sind das Actionfilme. Also Ethan Hunt zum Beispiel in Mission Impossible, James Bond, zumindest die älteren Filme. Das heißt, da ist es so, dass eine Figur einfach reagiert auf Dinge, die von außen auf sie einstürmen. Entweder ist es halt so, dass sie einen Bösewicht jagen oder sie müssen auch was verhindern, weil ein Bösewicht etwas geplant hat. Aber man könnte sich rein theoretisch auch vorstellen, wenn man jetzt mal diese typische Erzählart, das Britische und so weiter rausnehmen würde, dass auch ein James Bond auf die Dinge reagieren könnte, die einem Ethan Hunt passieren und andersrum. Das heißt, letztendlich wäre in so einem Fall die Figur tatsächlich austauschbar. Oder auch in, sage ich mal, Katastrophenfilmen, da ist es halt auch so, dass die Figuren auf diese Situation reagieren und natürlich erfährt man auch ein bisschen darüber, wer sind die, und die müssen klassisch auch über sich hinauswachsen, aber es geht weniger um die Figur als solche. Also wer da jetzt auf der Titanic untergeht, ist im Endeffekt egal. Vielleicht nicht ganz gutes Beispiel, weil natürlich Jack und Rose eine zentrale Rolle spielen. Und da haben wir dann eine ganz klassische Geschichte, die in gewisser Weise beide Komponenten bedient. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Aber auch jetzt zum Beispiel, wer gesehen hat, Blake Lively, diesen Hai-Film, ich habe vergessen, wie er heißt, da ist es auch egal. Es hätte auch jede andere Surferin sein können. Und da ist dann einfach die Entwicklung dieser Figur in so einer Geschichte relativ flach, sage ich mal, die Tiefgründigkeit auch eben nicht unbedingt gegeben. Und letztendlich macht das trotzdem Spaß, weil einfach genug im Außen passiert. Und natürlich erwarten Leute, die Actionfilme sehen, auch mehr Verfolgungsszenen, Kämpfe, Verschwörungen, die aufgedeckt werden müssen. Also diese Form von Spannung und weniger, dass halt wirklich wir in die Tiefe der Figur gucken. Was ist jetzt ein Character-Driven Plot? Da geht es um die Figur, das heißt, da ist die Figur der zentrale Aspekt, also die sozusagen dann, oder der Mittelpunkt der Geschichte. Und letztendlich ist dann halt die Figur auch nicht austauschbar. Wenn man dann in so einer Geschichte die Figur austauschen würde, wäre es einfach eine andere Geschichte, weil sich der Fokus und die Erzählart ändert. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, Harry Potter wäre nicht die Hauptfigur von Harry Potter, sondern Malfoy, wäre das eine andere Geschichte, und da liegt es da, weil dann natürlich auch sehr viel innere Entwicklung für Harry Potter eben eine Rolle spielt. Der muss sozusagen in dieser Welt klarkommen, der muss mutiger werden, der muss halt einfach auch erkennen, er ist der Einzige, der Voldemort stoppen kann. Und das heißt, letztendlich wird in solchen Filmen und Büchern die Handlung durch die Motivation, Emotionen und auch Entscheidungen der Charaktere vorangetrieben. Das heißt, in gewisser Weise kommen sie immer wieder an Punkte, wo sie bewusste Entscheidungen treffen müssen, die dann halt den weiteren Verlauf der Geschichte auch bedingen oder halt auch beeinflussen. Und natürlich haben wir in Plot-driven Szenen auch manchmal, dass sich eine Figur falsch entscheidet, aber da geht es dann eher darum, dass dann vielleicht das Überleben noch mehr an einem Haar hängt. Also das heißt, auch da ist es so, dass es weniger Impulse hat auf die persönliche Entwicklung. Da ist es ja auch oft wirklich halt eine Frage des Überlebens oder halt auch des Sterbens. Genau, das heißt, in einem Character-Driven Plot entwickelt sich die Handlung eben aufgrund der inneren Konflikte, der Beziehungen, die die Figuren im Außen haben, und auch durch den inneren Wachstum, durch die Reifung, die eine Figur halt macht.
So, und du denkst jetzt garantiert gar nicht zu Unrecht, ja, aber warte mal. Also bei Harry Potter haben wir auch relativ viel Action-Szenen. Und ich meine, wenn man sich die neueren James Bond-Filme anguckt, ist James Bond ja auch nicht zwangsweise austauschbar, weil in gewisser Weise auch seine Vergangenheit mit M und so da auch noch eine Rolle spielt. Und da gebe ich dir recht. In der Regel sind Erzählungen und Geschichten niemals schwarz und weiß, ganz klassisch nur plot-driven und nur character-driven, zumindest nicht mehr. Also auch eine Romanfigur, beziehungsweise jetzt bleiben wir mal James Bond, also eine Filmfigur, wobei der auch ursprünglich eine Romanfigur war, hat in den neueren Filmen zumindest einfach eine andere Tiefe. Die ist vielleicht jetzt immer noch nicht so extrem wie jetzt eben in ganz klassischen Geschichten, die auch sich um die Entwicklung einer Figur kümmern. Und trotzdem erfahren wir ein bisschen mehr über seine Backstory. Wir wissen einfach stärker, wer ist er, aus welchen Motivationen raus, ist er vielleicht auch Agent geworden. Und das ist einfach halt ein Trend, dass in gewisser Weise auch in den klassischen Entschuldigung, in den klassischen Plot-driven Geschichten jetzt auch die Charaktere deutlich mehr Tiefe bekommen. Und natürlich kommt in der Regel auch eine Geschichte, die sich jetzt zentraler um eine Figur rankt, auch nicht zwangsweise ohne Szenen aus, wo in gewisser Weise auch das Außen ein bisschen die Handlung bestimmt. Das sind dann eben Erzählpassagen, die dann auch ein bisschen stärker plot-driven sind, also wo dann halt der Impuls von außen kommt. Und trotzdem ist letztendlich die Reaktion der Figur da immer ein bisschen spezifischer, weil sie mit der Entwicklung halt zusammenhängt. Also ein James Bond ist natürlich jetzt auch, der kann alles, der kann halt von einem Felsen hinter einem Flugzeug herspringen. Solche Dinge würden halt andere Figuren vielleicht nicht machen, weil die dann mit ihren eigenen Problemen, Konflikten und inneren Blockaden hadern. Und das heißt, letztendlich gibt es ganz viele Mischformen und auch du wirst garantiert in Büchern, die du liest oder auch in Filmen, die du siehst, letztendlich beide Elemente entdecken. Trotzdem ist es immer ganz gut, sich zu überlegen, wo liegt denn der Schwerpunkt der Geschichte? Also möchtest du den Schwerpunkt stärker auf deine Figur legen oder ist es dann doch so, dass du sagst, ach nee, letztendlich ist für mich die Handlung wichtiger und die Figur ist letztendlich das Vehikel. Ja, also auch wenn man von diesem Drive fahren, also das, was dann da durchfährt, aber letztendlich bestimmt halt den Weg, den die Figur nimmt, die Handlung. Ich hoffe sehr, dass dir der Unterschied zwischen Character-driven und Plot-driven jetzt ein bisschen klarer geworden ist. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, die Geschichte, der Roman, an dem du gerade arbeitest. Was würdest du sagen? Ist er eher Plot-driven oder ist er eher Character-driven? Und hast du auch eventuell beide Elemente oder ist dir jetzt tatsächlich erst klar geworden, dass es die Unterscheidung überhaupt gibt? Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch sehr gerne auch einen Daumen hoch da. Und wenn du noch andere Fragen hast zum Thema Romane schreiben, die du eigentlich schon länger auch irgendwie im Kopf oder im Herzen hast und das Gefühl hast, du kommst aber nicht alleine weiter, dann komm doch gerne in unsere Facebook-Community, werd da Mitglied, weil da hast du ganz viele andere gleichgesinnte Autorenkollegen, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und auch wir Coaches von der Romanschule greifen aus diesem Fundus immer wieder Fragen für unsere nächsten Espressi auf. Und den gibt es auf jeden Fall nächste Woche wieder hier. Und ich danke dir jetzt fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Weitere spannende Videos zum Thema Romane schreiben findest du auf unserem YouTube-Kanal unter Die Romanschule. Abonniere uns gerne und klicke dann oben rechts auf die Glocke, damit du keins unserer neuen Videos verpasst und so immer auf dem neuesten Stand bleibst.